Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, hier zum Bundesliga-Orakel. Heute Dortmund gegen Hertha BSC Berlin und mit am Start ist natürlich, ihr seht es schon, Crisinho. Ja, hallo. Ja, heute hier, letzter Bundesliga-Spieltag in dieser... Ach du Scheiße, ist das ein hässliches Trikot? In diesem Jahr, 2013. Ja, das geht doch, klar. Deutsche ja, Bahn. Ja, aber das eigentliche Auswärtstrikot hätte irgendwie ein bisschen hässlich ausgesehen. Okay. Ich gucke noch mal eben kurz rein in den Kader. Friedrich wird wahrscheinlich spielen, oder? Aubameyang sollte auch spielen. Ja. Anstatt Kuba, ne? Spielt angeblich Herr Gersbeck. Das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Torhüter. Okay. 60er Wertung. Bonschanz. Was ist mit Marian Saar? Spielt er? Nee, Sokratis und Friedrich. Aller Voraussicht, ne? Okay. So, was habe ich denn hier? Lustenberger, ja. Brooks, nee, Brooks spielt nicht. Dafür spielt irgendwie Hosogai in der Innenverteidigung. Vandenberg ist auch nicht da. Dafür spielt Kobayashvili. Pekarik, ja. Tierski. Ja. Nee, Brooks nicht. Dafür Niemeyer. Zheng spielt für den... Für wen denn? Für den Ronny? So. Ramos, ja. Interessante ja. Aufstellung von Hertha, wenn das so sein soll. Wenn das so durchkommt. So. Oh. Lukai hat ja nochmal von seiner Mannschaft eine Leistungsexplosion in Dortmund gefordert. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt drauf. Apropos Hertha, da ist ja der Ramos, der trifft ja wirklich gut in der Bundesliga. Und angeblich ist Dortmund ja an dem interessiert. Also Dortmund hat ja jetzt so einen, ich glaube, 17-jährigen Japaner, Maruoka oder so, ausgeliehen. Und ist jetzt am Überlegen als Ersatz für Lewandowski. Und Oh, scheiße, Alter, der war schon fast... Das erste Tor, während du da noch irgendeine Kacke erzählst, von wegen welchen Japaner die Dortmunder ausgeliehen haben. Ja, das sollte dich auch interessieren. Ja, das hat mich auch interessiert. Also, finde ich auch gut. Angeblich ist ja Ramos und Holland, an denen ist man ja interessiert. Finde ich gut. Ramos macht für mich auf jeden Fall einen souveränen Eindruck. Ist, ein Spieler. Eigentlich ein kompletter Stürmer. Bloß, ich meine, bei Hertha kommt er jetzt auch schon zur Geltung. Könnte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aus sich rauskitzeln. Wenn man denn dann wirklich bei einem Club spielt, der, ja, noch besser, der ihn noch besser bedienen kann, sagen wir so. Und ich glaube, Dortmund wäre da eigentlich prädestiniert für. Boah. Und ich meine, Lewandowski geht weg. Souverän. Ja. Mein Lewandowski-Wechsel ist fix. Also, dass er geht, steht fest. Wohin? Offiziell immer noch nicht. Aber das ist ja auch eigentlich scheißegal. Wenn es lustig wäre, er doch nach Real gehen würde, jetzt in der Winterpause. Ich glaube, es ist eine schöne Ablöse. Ja, ich glaube es zwar nicht, aber... Ich auch nicht. Aber jetzt die Frage ist natürlich... Also ohne die Lewandowski-Tore sieht es ja jetzt noch düsterer aus. Ich meine, er hat ja auch schon viele Torchancen vergeben. Oha! Ja, aber er ist natürlich auch immer gut für das ein oder andere Tor. Und du weißt natürlich auch nicht, wie es dann aussieht in der Champions League. Ne? Also Lewandowski dann... Oh! Puh! Knappe Kirsche. Ja. Wenn der Lewandowski dann da fehlen würde in der Champions League, das... ja... Wäre natürlich schon bitter. Dann hast du dann noch einen Schieber. Ja. Und ich weiß nicht, ob das die optimale Lösung wäre für die Champions League. Ich würde mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, nein. Ja, gut. Das ist natürlich so eine Sache. Also Schieber möchte ich nicht unbedingt als gesetzten Stürmer für die Champions League sehen. Kannst ja besser mit Reus und
als falscher Neun spielt. Ja, kannst du wirklich besser machen. Oder man holt vielleicht in der Winterpause noch jemanden, wenn denn sowas passieren sollte. Ich denke mal, dafür sind die Dortmunder dann auch gewappnet. So, und jetzt mal hier im Konter. Aubameyang. Oh, shit. Aubameyang bisher wirklich noch nicht so... kein Abseits, da unten ist ja noch einer. Das war kein Abseits! Es war Abseits! Das war nicht Abseits. Da unten, da. Ja, genau. Ja, Herr Großkreuzmacht hat da gekonnt. Sag ich mal. Der König von Dortmund. Bei Basel wäre das, gegen Schalke wäre das immer noch kein Abseits. So ein Running Gag. Immer wenn es Abseits ist, also bei Schalke gegen Basel, keines gewesen. Mkhitaryan. Ja, gegen 4 kannst du auch nichts machen. Okay. Etwas alternativ, aber... Aber geklärt von Dortmund. Hertha hilft so. Hier gut mit. Auf jeden Fall. Macht sogar, wenn man so will, das Spiel. Oh. Komm schon. Jetzt aber. Ah, nein. Habt euch nicht selber hier. Reus. Jetzt mal. Flanke. Durm. Lewandowski. Nein, das Tor. Kann nicht sein, ey. Yes, baby! Da ist das 1-0. Oso Gai. Ja. Ja, gut, ne? Ja, wenn du den kleinen Japaner gegen den großen Polen stellst. Ich mach das nicht, das macht der Luukai. Angeblich. Also, zumindest sagt das hier Portal. Ja. Wobei Lewandowski jetzt auch kein Hühne ist, ne? Ja, mit seinen, weiß ich ja schon durchzusetzen. 1,84. Oder was hat der? Naja, ist das Abseits. Ja. Wie groß ist der? Ja, schreibt's mal in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Zu früh gestartet. Abseits. Ich glaube, er ist 1,84 groß. Ist ja auch egal. Damit wäre er ja genauso groß wie ich. Circa. Ja, oder so groß wie ich, ne? Mkhitaryan! Schade. Er macht so viele gute Alleingänge, ne? Und dann auch gegen Hoffenheim wieder. Ne? Kommt er rein, na. Dann, aber macht er das Tor nicht. Das ist ja, der hat noch eine Abschlussschwäche. Wie alle Dortmunder. Ist ja auch nichts Neues. Mkhitaryan! Oh, rutscht da noch rein, aber kommt nicht mehr richtig an den Ball dran. Und kann ihn dann nicht über den herthanischen Torwart bewegen. Ich weiß gerade nicht, wer bei dir im Tor steht. Gersberg, wer kennt ihn nicht? Ja, genau. Gersberg. Am Knie und keine Ahnung, Burchard irgendwie noch im Aufbautraining und. Und da ist Aubameyang. Ja, boah, schade. Kann doch ruhig sein. Ach so, das war der Ramos. Das ist ein Tacken zu langsam. Nach vorne. Gut, dass so. Der so ach, Kacke. Ey, das ist doch lächerlich. Boah, Reus. Warum nehmen die denn den Spieler da? Jo, gut mitgespielt. Der geht im entscheidenden Moment dazwischen. Okay, jetzt muss man aufpassen hier hinten. Ja, nee, Alter. Ist klar, Madame. Oh, da ist keiner. Doch, da ist einer. Na ja, toll. Ey, was ist das für eine Ballannahme? Oh, 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 Aubameyang. Rennt einfach in den Mann. Scheiße. Ja, da muss ich noch arbeiten. Wenn der Skillbrett, wie er sich da durchsetzt. Ramos! Boah, aber der Weidenfeller ist auf dem Posten. Ach Gott, ey. Ja, jetzt die Hertha gerade so ein bisschen am Drücker. Ich war die ganze Zeit am Drücker, bis auf das scheiß Tor. Lol. Ich wette, du hast nicht mehr als 2 Torschüsse. Ja, das kommt hin. Das kommt echt hin. 2 Torschüsse. Reicht doch. Ja. Du hast einen mehr. Ich habe mehr Ballbesitz. Ja, genau. Ich mache das Spiel. Mit 49% Ballbesitz und einfach mega ausgeglichen. Ja, gut. Andererseits, ich habe noch nie gesehen, dass es irgendwann mal hier sowas wie 70-30 oder. Nein, ich möchte keiner Party beitreten. Das
sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Das stimmt allerdings, habe ich auch noch nie gesehen. 70-30 gibt es aber bei uns nicht, ne? Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen langweilig. Das wäre so ein Bayern-Spiel, das guckt man sich auch nicht komplett an. Da guckt man sich die Highlights an, sieht die 5 Tore, die die geschossen haben. Aber wie die den Ball verwalten, das will ja eigentlich kein Schwein sehen. Boah! Lewandowski, komm schon! Oh, schade. Haben wir. Gut, Sokratis. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Aubameyang weiß nicht genau, wohin mit dem Ball. Griffbefehl von Win. Oh, der war gut. Der war stark gerochen. Oh, und der Friedrich, Sokratis. Oh, Mkhitaryan. Spiel den Ball da doch schön weiter, ey. War da nix. Sokratis. Mister, ich gewinne jeden Zweikampf. Mr. Souverän. So. Ja, der ist auf jeden Fall extrem stark. Ist okay. Ja, schon. Extrem stark, Sokratis. Also zumindest die Zweikampfquote. Er hat sicherlich auch profitiert, also ganz klar profitiert von den beiden Verletzungen. Ja, aber nicht, dass er sonst so viel gespielt hätte. Das denke ich allerdings auch nicht. Oh. Da hätte ich den Ronny gebraucht. Der hat eine bessere, glaube ich, Schusstechnik. Ja. Aber der wäre nicht so schnell da gewesen. So einwechseln. Ja, der kommt auch noch. Garantiert, das sage ich dir. Adrian Ramos. Ja? Ah, da wird er voll zu viert. Nur durch einen Foul zu stoppen. Ja, aber ich meine, Kevin Volland hatten wir auch gerade angesprochen. Beziehungsweise ganz am Anfang des Videos angesprochen. Wäre natürlich auch eine Alternative. Aber Hoffenheim ist, glaube ich, nicht gewillt, den in der Winterpause gehen zu lassen. Erstens das. Und zweitens, es ist halt auch wieder ein Talent. Und wenn man Champions League spielt, dann sollte man schon einen Stürmer haben, ja, der gestanden ist. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Also finde ich. Ich weiß nicht, ob ich mich da so sicher fühlen würde. Weil ich meine, Schieber hat man auch gesagt, gut, der kann was. Und ja, ist halt nicht das geworden, was es dann war, ne? Also man kann Volland vielleicht verpflichten, aber sollte trotzdem. Oh. Ach nee, Abseits oder was? Ja, gut. Ramos läuft natürlich seinem Verteidiger weg. Ja, aber sollte trotzdem zusehen, dass man da auch einen ja, gleichwertigen Ersatz holt für den Abgang von Lewandowski. Und da ist das 1-1. Scheiße. Ja, und reibt ihm den Arsch noch ins Gesicht. Wäre natürlich bitter für Dortmund. Ärgerliches Gegentor. Noah. So, Dortmund. Einer. Ja, klar. Ja, Lewandowski will den Ball doch nicht holen. Gut. Das ist jetzt die Ballbesitzstatistik. Aber von einem Vorteil für irgendeinen hier. Reus? Nein. Nee, das geht nicht. Und nun Adrian. Oh oh. Oh, der ist schnell. Aber gut. Sei bloß froh, dass er nicht der Friedrich war. Ja, ohne Witz. Lewandowski. Meine Güte. Oha. Aubameyang. Lewandowski. Ach. Vertändelt. So, was mache ich jetzt mit dem Ball? Langsam läuft Dortmund die Zeit dafür. Das stimmt allerdings. Aber halb so wild, da ist Durm. Oh. Flanke kam eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, Hertha könnte auf jeden Fall zufrieden sein mit diesem 1-1. Ey! Schiri! Nix, da war gar nichts. Das ist einfach die Folge des guten Auges. Und so lässt er den Mann eben. Gut. Durm, geht ran da. Hasse. Schön. Gutes Tackling auf der Außenposition. Ach, der war doch nicht im Abseits, da war doch nichts!
Ja, okay, war im Abseits. Scheiße. Ja, na gut. Überredet. Großkreuz. Steht dazwischen. Boah, Weidenfeller. Hatten. Oh, die Dortmunder Borussia. Nein. Bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal auch das wieder. Sag mal. Klasse Parade des Keepers. Ja, Dortmund muss jetzt was bringen. Stehen unter Druck jetzt hier. Haben schon viele Punkte vergeigt in dieser Saison. Mann, wow. Jack, ich dachte, hätte ich ja freie Bahn gehabt, ey. Puh. Aber die Hertha zeigt auch, dass sie nicht zu Unrecht da oben ist. Das wissen wir natürlich längst, aber der liefert eine Riesenleistung. Auf jeden Fall ein gutes Spiel. Scheiße. Dortmund und Konter, ey. Wenige Minuten noch zu absolvieren. Lewandowski, nein! Gibt es doch nicht. Durm. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Kommt schon. Kiel. Oh, Lewandowski. Nein. Hosogai. Was machen Hosogai? Lewandowski. Nein! Oh. Boah, das war echt. Das war echt gut geklärt, muss ich sagen. Okay, mit einem Katastrophenpass. Mhm. Aber etwas zu lang. 90 plus 2, der Weidenfeller schmeißt ihn noch hin. Der will noch das Gegentor. Oh Gott. Letzte Chance jetzt hier. Letzte Chance. Nein, keine letzte Chance mehr. 1:1 geht das Spiel aus. Scheiße. Ich glaube, die Freie ist nicht so. Es wird auf jeden Fall hart gefeiert. Die Tana am Boden zerschlagen durch dieses 1:1. Ja, grandios, da heult er noch rum. Oh Gott, ey. Ja, sehr schön. Also nicht sehr schön. Ich guck mal eben kurz, wie sieht's aus quotenmäßig. 1:1 wäre eine 10er-Quote. Könnt ja. Leben. Ich meine, so wie Dortmund momentan spielt, muss man auch wirklich sagen, ist realistisch. 1:1. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Das zweite Spiel, was wir gespielt haben, Wolfsburg gegen Gladbach, beziehungsweise Gladbach gegen Wolfsburg, seht ihr auf dem Kanal von Cresinio. Und ja. Ich möchte gerne noch die Statistik sehen. Die Statistik, achso, ja klar. Wo sehen wir die Statistik denn? Gar nicht. Gar nicht, weil wir weiter auf Ja geklickt haben. Sehr gut. Dann sehen wir keine Statistik, aber ich bin Sieger von Saison 4. Hurra! Ja, und wie gesagt, das andere Spiel seht ihr dann auf dem Kanal vom Cresenium. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nach der Winterpause wieder. Macht's gut, haut rein, ciao mit V und Mädels suchen vom Tisch. Schön warm einpacken, dass die Dinger nicht abfrieren. Tschüss. Tschüss.